Hallihallo und willkommen zur 40. Folge des FIFA 14 Road to Glories. Und ja, ihr seht schon, wir steigen ein direkt in die neue Episode mit unserem alten, gut bewährten Team und kommen gegen dieses 3-5-2-Hybrid-Team, was auch nicht auf volle Chemie gekommen, wie ihr seht. PSG und Premier League, das war die Idee unseres Gegners, aber wir hatten den besseren Start. Erste Minute, Martinez scheitert direkt mal an, Peter Cech im Tor. Und ja, ich würde heute gerne mal direkt eine Frage von Anfang an stellen, wo wir gerade von Cech reden und hier die Latte treffen. Was meint ihr, wer ist der stärkste Keeper dieses Jahr in FIFA 14? Wenn ich meine Tipps abgeben dürfte, würde ich sie auf Peter Cech und Manuel Neuer setzen, während wir hier ein Tor erzielen, das irgendwann auch mal gemacht werden muss. Aber naja, müssen wir nicht viel drüber reden, war ein ekelhaftes Tor. Aber gut, dafür machen wir ein deutlich schöneres direkt hinterher mit Freddy Guarin. Zack, das entlohnt dafür dann doch schon wieder. 2-0. Ja, also wie gesagt, mein Tipp fällt auf Peter Cech und Manuel Neuer. Ansonsten, ja, habe ich oftmals gegen mich welche, die locker 14, 15 Paraden machen pro Spiel, aber das wechselt sich dann quasi auch immer durch. Also ich bleibe ganz eindeutig bei Cech und Neuer, die holen immer die krassesten Sachen raus. Und dann gibt's halt auch noch genug, ja, unser Gegner einen traumhaften Jubel macht mit Eto'o, gibt's halt genug Keeper, die auch gut sind, wenn man mal gegen sie ran muss, aber auffallen und immer wieder wiederholen sind für mich nur Cech und Manuel Neuer. Also sagt mir noch bitte Bescheid, was meint ihr, wer ist dieses Jahr der stärkste Keeper? Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, den bei mir dann einzubauen oder so. Also mal sehen. Ja, ansonsten, hier steht es 2-1. Nach dem Tor von Guarin hat er ausgeglichen mit dem Tor von Eto'o. Und ein schöner Volley, aber dann so ein ekelhafter Jubel muss nicht sein. Dann ist es Varela, der sich hier klasse durchsetzt, aber wieder, na klar, Cech, der den Einschlag verhindert. Ich wollte das dritte Tor, denn unser Gegner hatte mit Otto und Cavani vorne natürlich einen gefährlichen Sturm, der immer für ein Tor gut war, aber ja, der gute alte Martinez bedankt sich dann hier mit dem Tor, oder was, Remy, einer von beiden, sehen sich ja leider etwas ähnlich, ne, das heißt leider, aber für FIFA-Verhältnisse, wenn ich sie sehe, ein bisschen ähnlich. Ja, auf jeden Fall das Tor zum 3-1 und Remy geht dann nochmal durch und dann der Treffer von Martinez, schön herausgespielt und am Ende das 4-1 und ich wollte unseren Gegner hier erstmal nach seinem tollen Jubel einfach nur noch abschlachten, deswegen habe ich jedes Tor genommen, so wie es kommt, wunderbar, aber durchgesetzt von Remy und dann klasse gesehen, Martinez, das 4-1. Und ja, zwei Martinez, einmal Remy und einmal Freddy Guarin, der souveräne 4-1 Sieg. Und damit hatten wir natürlich also den nächsten Sieg in der Liga eingefahren kriegen. Ja, gucken wir mal hier an, Torvorlagen auch nochmal, Remy Varela und ich glaube Mangala oder so, oder Juan Jesus, deutliche Überlegenheit an Schüssen, also hochverdienter Sieg. Und wir haben jetzt 9 Punkte in der neuen Liga, ich weiß gar nicht, ist das in Liga 6 oder so, ich glaube Liga 6 müsste das sein. Und wir versuchen natürlich wieder nach dem Titel zu greifen, ganz, ganz klare Kiste. Wollen wir natürlich am besten in einem Rutsch bis in Liga 1 um den Titel gewinnen, mal sehen, ob wir es schaffen, aber ja, ich bin zumindest mal nicht unzuversichtlich. Nächstes Spiel gegen ein Premier League Team, nach vorne Eto'o, Aguero und Nasri, Young und Walcott auf den Außen, also verdammt schnell natürlich wieder. Kabay auf der 6, ja, vielleicht nicht die beste Alternative, aber jedem das seine erste Chance, Gustavo, ich weiß gar nicht, vielleicht gar keine Vornamen, glaube ich. Varela einfach an den Pfosten, also die erste Riesenchance direkt noch vergeben. Dann Alexandro, Ziel setzt sich klasse durch, wieder zurückgelegt, Varela und wieder Pfosten, doppelter Pfosten von Varela und im Nachhinein können wir den Ball nicht im Tor unterbringen. Dann gibt es die nächste Chance über einen Freistoß und wir hatten ja schon zweimal das Aluminium getroffen, Guarin, aber diesmal, ja, der Keeper im Tor, der den Einschlag verhindert. Nach der Ecke ist es dann aber Martinez und dann ist die verdiente Führung doch noch gekommen und wir sind mit 1-0 in Führung gegangen. Hochverdient zu diesem Zeitpunkt natürlich, wenn man überlegt, wie oft ich schon hier das Aluminium getroffen hatte und so weiter. Nächste Chance, wieder Martinez, aber wieder der Keeper im Weg und wieder blieb es beim nur 1-0. Stattdessen erste Chance unseres Gegners. Nicht übel. Heltern muss hier schon einiges zeigen, um hier den Ausgleich zu verhindern. Nächste Gelegenheit, wieder Guarin. Der Ball kommt durch zu Jackson Martinez, der flankt und dort steht Remy. Aber wieder, na klar, Cech im Tor, der verhindert hier, dass wir höher führen. Stattdessen kommt der Ball einmal zu Eto'o. Ein Schuss, ein Tor. Die Bayern, nein, aber das 1-1 und natürlich total unverdient.
Und ich wollte die 3 Punkte, ich wollte den Sieg. Guarin, wieder Tschech im Tor. Und Nachschuss und natürlich wieder Tschech rechtzeitig unten. 81. Minute. Ich hatte ein bisschen Angst vor Kontern, deswegen konnte ich nicht 100% Offensive gehen. Mit seinem schnellen Team war er natürlich für Konter prädestiniert. Aber wir wollten den Sieg, schafften es am Ende nicht mehr, da ich ein bisschen, ja, nicht auf sehr offensiv gehen konnte. Da ein Konter mich total ausgenockt hätte. So geht's am Ende 1:1 aus und ja, wir scheitern quasi an Tschech und dem Aluminium, also ja, wie gesagt, lasst mich wissen, was denkt ihr, wer ist der stärkste Keeper dieses Jahr und ja, dann werden wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder, heute mal eine etwas kürzere Episode, also sorry dafür, aber dafür werden wir uns jetzt so langsam aber sicher dann doch unserem neuen Team widmen, nächste oder übernächste Folge dürfte es ganz soweit sein, aber da unser Team zurzeit einfach so gut läuft, wieso auch nicht, 10 Punkte haben wir, ein paar brauchen wir noch und dann haben wir auch den Titel wieder geschafft, also bis zum nächsten Mal, bewerten nicht vergessen, sagt Bescheid, wer ihr meint, ist der stärkste Keeper. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.